Was Sie hier sehen, ist ein Mieder aus dem Frankenwald. Sowas haben junge Mädchen getragen zur Festtagstracht. Also wenn sie zum Tanzen gingen zum Beispiel. Diese Mieder waren aus sehr schönen Materialien, oft aus Resten von wirklich kostbarer Seide. Und Sie sehen da auch, die Borte ist aus Seide. Hier sind schöne Seidenstoffe angefügt. Dann sind wunderschöne Details. Man hat kleine Rosetten aus Seidenbändern geformt, kleine Schnäppen. Ursprünglich waren die Knöpfe auch mal sehr schön, gefasste Glassteine. Da sind schon welche verloren gegangen. Und Sie sehen auch, das war natürlich sehr beansprucht. Solche Stücke wurden nur zu festlichen Gelegenheiten getragen. Die Mädchen haben sich halt, wie es heute bei jungen Leuten auch ist, mit besonders schönen Sachen rausgeputzt. Dieses Mieder ist ein Einzelstück, so wie es damals alle Mieder sind. Kleidung im 19. Jahrhundert ist wertvoll, ein Statussymbol, das weitervererbt wird und entsprechend geschont, aber auch weiterverarbeitet wird. Und deswegen sind auch nur ganz bestimmte Stücke erhalten geblieben. Es ist nur natürlich nur ein Bruchteil dessen, was mal getragen wurde, aber von manchen Kleidungsstücken haben wir gar nichts. Also ein Männerrock, also ein Gehrock aus dem frühen 19. Jahrhundert ist hier leider nicht. Ich kenne aber die Museen, die sowas noch haben. Aber das sind dann immer Einzelstücke, ganz besonders seltene Stücke. Um die 800 historischen Kleidungsstücke lagern im Textildepot der Trachtenberatung des Bezirks. Es sind Teile aus Altbeständen von Museen, Spenden oder gar Zufallsfunde. Das ist unser Quarantäneraum, weil die Stücke, die angeliefert wurden, ja schon lang im Privatbesitz waren, vielleicht in irgendeiner Kammer und da sind dann auch die Motten drüber hergefallen. Und wenn wir diese Stücke gleich in unser Textildepot geben, hätten die Motten gute Chancen, sich in vielen Generationen weiterzuentwickeln. Deshalb werden die Kleidungsstücke vorsichtig mit Pinsel und speziellem Staubsauger gesäubert, mitunter sogar eingefroren und erst nach mehreren Wochen im Depot eingewickelt in schützendes Seidenpapier eingelagert. Ich habe es den Star unserer Sammlung herausgeholt. Es ist eine Brautkrone. Brautkronen haben zum Festtagsschmuck von Mädchen gehört, also von unverheirateten Frauen, unbescholtenen Frauen. Diese Brautkrone lebt von den Goldfäden. Das sind also jetzt keine puren Goldfäden, sondern die haben einen Kern aus Seide und sind dann umhüllt von Metall. Früher war es mal pures Gold, also ganz, ganz fein gewalzt oder gehämmert. Und später hat man ein chemisches Verfahren entwickelt, um diese Drähte quasi mit Gold zu behauchen. Auch wenn Birgit Jauernick sehr dankbar ist für Spenden historischer Kleidung, sie nimmt nur besondere Stücke im Depot auf. Falls Sie etwas daheim entdecken und es der Trachtenberaterin überlassen wollen, dann bitte nicht säubern oder gar waschen. Zu leicht könnten die wertvollen Stoffe beschädigt werden. Vielmehr sollen sie doch aber überdauern und uns Aufschluss geben über längst vergangene Zeiten.